Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Arbeitstag vom deutschen Supertalent. Talent? Talent. Patrick Paluten, meine Damen und Herren, in der letzten Folge ist etwas Schreckliches passiert. Wir haben im Elfmeterschießen gegen Barcelona in der Champions League verloren und wir haben den entscheidenden Elfmeter verschossen. Ein trauriger Tag für Patrick Paluten, aber wir sind ein junger Spieler. Wir müssen weiter in die Zukunft gucken. Ziel ist immer noch die Meisterschaft. Wir simulieren hier mal kurz. Oh, Levelaufstieg, geiles Ding. Warte mal, wo skillen wir mal rein? Schusskraft. Oh ja, das ist doch geil, Alter. Elfmeter, ja, da soll... Das passt doch, Alter. Ja, Elfmeter wäre definitiv mal nichts Schlechtes, dass wir da mal mehr reingehen. Junge, das war echt so bitter. Das Ding ist, in der Tabelle sieht es für uns auch nicht sonderlich gut aus. Das Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen, weil dann würden wir hochrutschen und hätten nur noch 4 Punkte Rückstand auf Leipzig. Also, ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich Meister werden. Du hast einen freien Spielstilplatz. Ja, danke für die Info. Also, wir müssen jetzt das Game hier machen, weil es sind jetzt auch 34 Spieltage haben wir, ne? Danach haben wir noch 4, 12 Punkte werden vergeben, weil wir wollen ja auch wechseln. Boah, Alter, warum ist das so grell? Guck mal an, jetzt hier. Spiel! Spiel doch! Danke. Boah, Paletto, der Trickser. Pass auf Müller. Müller jetzt! Paletto sehen! Paletto sehen! Oh, Spiel nochmal. Oh. Ey, das Spiel müssen wir gewinnen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ey, ich weiß nicht, ob ihr meine Manager- bzw. Trainerkarriere-Folge gesehen habt. Alter Schwede, Leroy Sané hat uns so verarscht. Nein, er hat uns nicht verarscht. Aber trotzdem, wir stehen vor so einem großen Problem aktuell. So, ich versuche jetzt mal hier mit zu... was war das denn gerade? Ein Ruckler? Spiel! Wunderbar, jetzt Doppelpass! Doppelpass! Müller! Der schläft. Jetzt. Sehr gut. Aus der Ferne mal einfach mal draufziehen. Guter Schuss. Und jetzt haben wir gerade 120 Millionen oder so haben wir noch. Und dafür müssen wir wirklich einen Weltklasse-Stürmer verpflichten. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, zieht es euch auf jeden Fall rein. Es war dramatisch. Wirklich, auch der Aufstieg. Oh, Paletto. Oh, guck mal. Tänzer, schön. Aus der Ferne. Gar nicht schlecht. Oh, oha. Alter, Paletto. Was ist denn mit ihm plötzlich passiert? Schieß ihn ins Tor. Alter, wir drehen hier auf, aber es war schon... Sah ganz gut aus bei uns. Oh, oh. Also wie wir den auch angenommen und mitgenommen haben vor allem. Guck mal an, hier Paletto sehen. Oh, Alter, wer ist dieser Torwart? Der hält alles. Oh ja, komm. Nochmal. Jetzt aber. Boah, das gibt's nicht. Ey, das ist jetzt wirklich... Oh ja, 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 hier. Sané, danke. Oh, nochmal. Kriegst du. Ey, das gibt es nicht, diese Abwehr. Junge, wollt ihr mich verarschen? Boah, ey, das gibt's nicht. Das Spiel will, dass wir nicht Meister werden. Jetzt, den haben wir. Jawohl! Na, endlich, Junge. Ja, genau, Paletto, lauf einfach ins Tor. Boah, wichtig, wichtig jetzt. Komm schon, deiner. Oh nein, ja, weg, 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 weg. Muriel, hier direkt weiter, komm. Zack. Oh, Kimmich. Jetzt, du musst Paletto sehen. Schön. Oh, das war an sich gar nicht so schlecht. Jetzt unter Druck setzen. Ah, Herr Schiedsrichter. So, Paletto mit dem Tor. Wichtig. Wichtig, um vorne wieder ranzukommen. Denn die Meisterschaft muss natürlich ein Hauptziel sein, nachdem wir so dramatisch aus der Champions League ausgeschieden sind. Ach Gott, das war echt, das war traumatisch. Vorsicht. Oh, Kimmich. Leute. Jetzt. Konter. Sehr nice. Paletto, der ist ein Tänzer. Oder auch nicht. Schön. Schnittstelle. Sehr gut. Paletto hat die Pace. Aber auch den Überblick. Oh, Weltklasse. Müller, schieß doch. Okay, die sind unter Druck. Jetzt nochmal einen schönen Kopfball von uns. Hohoho. Also man muss sagen, wir sind schon ein echt gutes Kopfballungeheuer. Jawohl. Also, da haben wir Lufthoheit. 76. Lang ist nicht mehr. Oh, bitte jetzt. Nein, 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 nein. Jungs, Jungs. Macht nicht diesen. Kimmich, wunderbar. Kimmich gefällt mir in dem Spiel richtig gut. Sehr nice. Ah, da habe ich mich verklickt. Gefettfingert. Oh.
Ja gut, kurz nochmal den Gegner getreten. Boah, ich gehe jetzt auch mit in die Defensive, das ist mir egal. Nein. Boah, Paletto. Weltklasse. Jetzt fehle ich zwar vorne, ist aber egal. Spiele nochmal hier runter, Müller. Schön. Oh, Paletto. Ich habe den gefühlt drin gesehen. Aber ich war jetzt auch komplett kaputt. Ah, jetzt fehlt Kimmich hinten. Alter, es ist 90. Schiedsrichter, pfeif ab. Pfeif ab. Pfeif ab. Ey, Herr Schiedsrichter. Das ist so eine Verarsche, wenn der jetzt reingeht. Neuer. Bölle einfach raus, Kimmich. Bölle einfach raus. Jawohl. Wichtig. Das war wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ding. So, in der Tabelle sieht's... Dortmund hat auch ganz gut sich Points gegönnt. Jetzt müssen wir gegen Frankfurt ran. Da müssen wir jetzt einfach mal hoffen, dass wir das Ding holen. So, komm, Junge. Jawohl, da ist der Sieg. Jetzt ist natürlich die Frage, wie haben die anderen gespielt? Haben die beide gewonnen? Nee, die haben nämlich beide verloren. Oder zumindest unentschieden. Ey, wir sind super nah dran. Das ist mega. Dieses Spiel müssen wir jetzt aber mal spielen. Das ist auch nur gegen Stuttgart. Die allerdings aktuell mega abgehen. So, hier ein bisschen simulieren. Wir müssen auch wieder selber spielen, weil wir stehen kurz davor. Obwohl, Startelf geht eigentlich. Wollen wir simulieren? Ach komm, wir riskieren es. Jawohl, wir haben gewonnen. Warte, wie haben die anderen gespielt? Oh, es wäre nur noch... Warte mal, gegen wen spielen wir denn noch? Spielen wir noch mal gegen RB Leipzig? Weil das wäre noch mal relativ interessant. Ah, gegen Wolfsburg? Warte mal. Kalender. Nee, wir spielen noch mal Wolfsburg. Okay. Das müssen wir jetzt. Das Ding müssen wir gucken. Das Spiel werde ich auch auf jeden Fall selbst spielen. Weiter. Spieltag. Paletto steuern, jawohl. Wir müssen Meister werden. Also vor allen Dingen, wenn ich dann tatsächlich den Verein verlasse, Richtung Premier League oder vielleicht verlängere, ich weiß es nicht. Weil rein theoretisch hätten wir noch eine Aufgabe hier offen, und zwar die Champions League zu gewinnen. Aber jetzt geht es erstmal darum, hier überhaupt Meister zu werden. Sané, komm, Spiel. Schön. Ja, jetzt ist da niemand. Oh, Herr Schiedsrichter. Hey. Was? Ja. Hier, auch mal Karte. Was? Für Wolfsburg? Junge. Was ist falsch bei dem Schiedsrichter? Ja, seine... Ach. Das ist doch jetzt Pressing par excellence. Schön. Oh, das war gut, das war gut. Goretzka, jetzt Paletto sehen. Schön. Und da unten. Sané, wieder zurück. Oh, Sané, Mann. Wir müssen gegen Wolfsburg unbedingt Arda Güler. Ist das nicht dieses Top-Talent, der jetzt auch verletzt war oder so von Real? Nein, ey, kein Torfang. Leute. Boah. Ey, Neuer hat uns so oft schon den Arsch gerettet. Das ist unglaublich. Oh, jetzt kurz. Handa. Hast du noch. Schön. Junge, was macht er denn da? Oh, jetzt Paletto. Er trickst nochmal. Oh, Eckball rausgeholt. Alles gut, alles gut. So, jetzt komm. Auf Paletto. Was? Habt ihr gerade meinen Spieler gesehen? Der ist einfach gefreest. Müller! Oh, Paletto, nochmal. Schön. Oh, Castells. Nochmal Eckball. Jetzt Powerplay. So, Spieler diesmal bitte nicht freezen. Sehr nice. Oh. Zu kurz gespielt. Leimer, schön. Ah, Paletto ist kein... Oh, kein Durchkommen. Was war da gerade mit unserem Abwehrspieler? Was? Ey, was ist mit diesem Schiedsrichter los? Der sieht irgendwas. Einmal Halluzination. So, jetzt. Ja, sehr gut, Paletto. So macht man das. So, jetzt breit machen das Spiel. Schön aufgucken. Mann. Paletto sehen. Und der Knüppel. Aus dem Stadion. Eine Halbzeit vorbei. Das ist nicht sonderlich gut, weil, wie gesagt, wir müssen gewinnen. Alter, eine Riesenlücke. Oh, Gott sei Dank ist das einfach. Oh, Paletto. Zieh durch. Jetzt nochmal. Jawohl, eine Körpertäuschung. Zack, zack, Alter. Habt ihr das gesehen? Von wegen 2 Meter groß, 115 Kilo. Zack, Alter. Ich gehe jetzt erstmal randalieren. Aber das war gar nicht so schlecht. Ja, da sah es aus. Oh, Körpertäuschung und der Abschluss. Zack. Oh, ja, aber gut. Ey, dieser Schiedsrichter. Guck mal, der spielt kurz. Dicht machen. Jetzt. Spiel. Jawohl. Und da oben.
Oh, die Flanke! Oh. Ja, da fehlt uns wahrscheinlich ein bisschen die Präzision. Aber die Idee war an sich gar nicht so schlecht. Schön, Hakimi. Jetzt außen. Ah, Mist. Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt da oben. Oh, guter Pass. Jetzt, Sané, du hast doch die Pace. Und schieß. Jetzt eine gute Flanke. Ah, nix. Jawohl, das ist der Sieg. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie hat RB Leipzig gespielt? RB Leipzig? Ne, die haben heute nicht gespielt. Tabelle. Jawohl, wir haben die Tabellenführung. Nein, aber die haben noch ein Spiel. Die haben noch ein Spiel. Und? Jawohl! Leipzig hat verloren. Das bedeutet, wenn wir das nächste Spiel gegen Hoffenheim gewinnen, dann sind wir Meister. Wenn wir es einfach nur schaffen zu gewinnen, dann können die nichts mehr machen. Wir liegen einen Punkt davor. Ja, das ist doch Weltklasse. Stufenaufstieg, ja, perfekt. Ach stimmt, hier haben wir noch einen frei. Was haben wir denn hier noch Geiles? Spielt Steilpässe mit größerer Präzision. Ist doch gar nicht so schlecht. Ist aber eher so dieser Standardkram. Wie kriege ich denn die anderen geilen Dinger? Egal. Ich will jetzt einfach nur spielen. Wenn wir das gewinnen, sind wir deutscher Meister. Die Leute sind hyped, die sind pumped. Müller spielt auch von Anfang an. So, komm, wir brauchen optimiertes Ziel 10,0. Die brauchen wir auch heute. Konzentriert. Darauf haben wir die ganze Saison hingearbeitet. Schön. Oh, direkt in... Ah, Paletto. Da musst du tänzeln jetzt, Paletto. Schön. Müller. Auch mal umdrehen. Paletto sehen. Schön. Und Paletto. Oh, schieß, komm mal an. Oh, das 1:0 in der vierten Minute. Schön. Oh, Paletto. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht noch verletzen. Oh, nein. Nein, nein. Raus da. Einfach weg. Genau. Auf Paletto. Jetzt Doppelpass. Schön. Paletto sehen. Drehung. So, erste Halbzeit ist vorbei. Ey, wir müssen jetzt nur noch 45 Minuten durchhalten. Ergebnis verwalten. Im besten Falle noch ausbauen. Dann sind wir deutscher Meister. Dann hat das deutsche Ausnahmetalent Patrick Paletto hat er einen Meisterschaftstitel. Jungs, wenn ihr allerdings so weiter den Ball zurückspielt. Jetzt. Genau. Genau. Oh, guck mal, wir haben einmal die Kraft. Junge, hier ist dunkel plötzlich. Hier ist plötzlich... Oh. Einfach ins Ausgelaufen. Ja, ich meine, wir haben zumindest eine 7,5. Wenn wir noch eine Bude machen würden, Deckel drauf, dann könnten wir die 10,0 erreichen. Nein, Leute, Alter, dieses Ergebnis ist so hauchdünn. Nein. Nein. Oh, sehr gut, Kimmich. Neuer. Ist nichts anbrennen lassen, Junge. Jetzt direkt weiter. Oh, das ist Weltklasse. Das ist Weltklasse. Ich hatte ihn auf dem Fuß. Ich hatte die Meisterschaft auf dem Fuß. Jetzt. Mit dem Kopf. Ho, ho, ho. Raus. Also, nicht raus. Spiel. Sehr gut. Jawohl. Paletto. Paletto. Was ist das denn, Alter? Alter, zwei wirklich geile Chancen. Bitte nicht. Ich darf jetzt nicht... Das darf sich bitte nicht rächen. Oh nein, 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 nein. Ran, 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 ran. Es ist 73. Minute. Oh, was für ein geiler Seitenwechsel. Oh, Gott sei Dank ist der Körper Klaus. Wunderbar, die Zeit läuft ab. Jetzt nochmal Kuman schicken. Du bist schneller, du bist schneller, du bist schneller. So, jetzt Paletto im Rückraum. Paletto, jetzt im Rückraum. Rückraum, hier. Eckball, ist unser. Wunderbar. So, jetzt ein Weltklasse-Eckball auf Paletto. Oh, ich wurde weggetreten. Nochmal, ist deiner. Wunderbar, hab ich. Spiel zu mir. Spiel. Nochmal. Oh, 84. Oh Gott. Ja, ich musste nochmal kurz klären. Jetzt Spiel. Sehr gut. Nochmal unten. Auf Paletto. Sehr gut. Rüber. Und Sané, schieß! Oh. Junge, was macht ihr denn da? Jetzt, pfeif ab. Schiri, pfeif ab. Einfach abpfeifen. Einfach abpfeifen. Nochmal. Jawoll! Junge, geiles Ding. Gibt's jetzt die Meisterfeier oder was?
Da feiern wir. Da sind sie, jawohl. Gibt's jetzt die Weißbierdusche oder was? Unsere erste Bundesliga-Saison. Und jetzt ist das Interessante. Ah, guck mal da, tatsächlich. Ob wir Angebote von anderen Vereinen bekommen. Also ob wir vielleicht in die Premier League gehen. Ob wir einfach verlängern. Auf jeden Fall sollte das, glaube ich, deutlich mehr Geld für uns bringen. Deutscher Fußballmeister. Ei. Musiala hebt die... Musiala ist Kapitän? Okay. Ja, ist zumindest ganz nett animiert. Gab's aber, seit ich denken kann, eigentlich diese Meisterfeiern. Darf ich denn auch mal die Schale heben? Wir hatten nur Musiala die Schale. Oh doch, jetzt nochmal Gruppenfoto. Da sind wir. Bundesliga-Sieger FC Bayern München. Gut, die Frage ist, wer natürlich dann Spieler der Saison. Ich weiß nicht, ob es einen Youngster der Saison gibt. Warte mal. Können wir das bitte noch mal ganz kurz sehen, was damit... Also Coman sah ganz komisch aus. Leipzig hat tatsächlich noch gegen Frankfurt gewonnen, was aber egal ist, dadurch, dass wir gewonnen haben. Und damit... Oh, Player of the Season. Jawohl. Palermo. Alter, was haben wir für einen Anzug? Junge, hier einfach mit Gucci sind wir am Start. Genau. Alter Schwede. Danke, ja. Daumen hoch. Danke. Es war mir eine große Freude. Ohne Weihnachtsmini-Paluten 2.0, den es ab dem 1. November gibt, hätte ich das niemals geschafft. Wirklich, absolut geiles Ding. Oh, jetzt kommt nochmal Pokal. Okay, nochmal alles simulieren. Wunderbar. Ah, ich habe die Dinger immer noch. Spielerentwicklung, die muss ich jetzt nochmal setzen, sorry. Hier unten, schwacher Fuß, da würde ich, glaube ich, nochmal gerne reinskillen. Wie komme ich denn da hin? Zu wenig. Könnte ich das jetzt auch? Okay, dann warte ich nochmal, bis ich den 4. habe. So, Spieltag, komm schon. Ah, das wäre geil, wenn wir auch noch DFB-Pokalsieger wären. Gut, eigentlich für Bayern. Die wollen schon, glaube ich, immer, deren Hauptziel ist eigentlich die Champions League, oder? Meisterschaft und DFB-Pokal, auch wenn sie es in den letzten Jahren, glaube ich, nicht wirklich geschafft haben. Meisterschaft schon. Aber DFB-Pokal hat doch immer Leipzig gewonnen oder so. So, vollkommen egal. Wir müssen uns jetzt hier nochmal auf einen grandiosen Saisonabschluss einstellen, indem wir hier den DFB-Pokal hoffentlich holen. Leute. Alter, Iglesias. Boah, Neuer. Spiel raus. Spiel. Genau. Nein. Jetzt der Konter. Spiel direkt. Oh. Kimmich. Sehr gut. Und jetzt. Boom, Junge. Oh. Hat der Ki, Alter. Jetzt hier. Komm. Sehr gut. Ein bisschen länger. Spiel ihn hier hinten hin. Jawohl. Jetzt. Ran. Boah, erste Halbzeit vorbei. Es ist eigentlich, abgesehen von dieser einen Chance, zwei Chancen gab es. Die gab es aber direkt hintereinander. Nicht viel passiert, muss ich sagen. Aber Leverkusen hat jetzt auch keine großartigen Akzente gesetzt. Oh, hätte ein ganz guter Schuss werden können. Ich muss mir mal angucken, wie man jetzt diesen Powerschuss genau macht. Obwohl, oh, jetzt Palermo, tänzel dich durch, genau. Ja, das kaum... Ah! Oh nein. Wenn ich jetzt den Ball verballert habe und die machen das Tor. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Er ist viel zu schnell. Jetzt spielt er die Flanke. Tänzelt ihn aus. Boah, De Ligt. Gott sei Dank gibt es den Jungen. So, Palermo. Oh, aushelfen. Ich helfe aus. Jetzt, Konter. Oh. Vorsichtig. Bitte, ey, nicht wieder Elfmeterschießen. Ich kann nicht nochmal so ein Trauma erleiden. Nein. Oder es wird kein Elfmeterschießen geben, weil wir das Ding hier nicht holen werden. Ach komm, Alter. Komm, bitte. Palermo, reiß dich jetzt mal zusammen. Ich meine, du bist Player of the Season. Jetzt unter Druck setzen. Junge, dass ich den Ball nicht bekommen habe. Jetzt, komm mal an. Spiel. Und oben. Leimer. Jetzt. Schieß.
Oh, Gott sei Dank, Jungs. 81. Wunderbar. Auf Sané kann man sich verlassen. Also, es sei denn, man spielt eine Trainerkarriere, kauft ihn. Aber gut, wir haben gutes Geld mit ihm verdient. Ey, es wäre so geil, wenn wir jetzt hier nochmal Deckel drauf. Lass uns Deckel drauf machen. Oder Druck setzen. Da jetzt nochmal pressen. Schön. Spiel durch. Oh, guter Ball. Komm an. Komm an. Yeah! Junge, in der letzten Sekunde. Ja, ich würde ja sagen, dass ich großartig was dazu beigetragen hätte, aber na, wir haben es ein bisschen vorbereitet, den Konter. Aber... Oh, Alter, jetzt rastet. Habt ihr es gerade gehört? Fans sind richtig ausgerastet. Wunderbar, wunderbar. Das war doch gut. Immerhin haben wir 2 Titel geholt. Glückwunsch, Sieger, danke. So, Agent. Können wir denn jetzt... Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, mein Freund. Star der Saison ist eine Riesenleistung. Vertrag verlängern. Verhandlungen laufen. Oh, guck mal, da wird jetzt aber auch verhandelt. Interessant. Kann ich denn meinen Wunschverein? Vor allen Dingen, mein Wunschgehalt sind 90.000. Alter, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, was geht jetzt? Ah, die Meisterfeier. Junge, das sieht aber ein bisschen... Ich habe München anders in Erinnerung. Ich sag's euch ganz ehrlich. Hey, jawohl, danke. Der eine macht noch ein Selfie. So, oh, Atletico Madrid siegreich gegen Rivalen. Ah, Saison beenden, ja. Oh, Transfer, aktueller Vertrag. Verein wechseln oder Vertrag verlängern. Boah, wir würden 170.000 bekommen. Um 88% höheres Gehalt als Wunschgehalt verfügbar. Oder wir könnten den Schritt machen für 140.000 und wir würden zu Liverpool wechseln. Oh, guck mal, da hätten wir nicht qualifiziert. Ich glaube, ich werde aber beim FC Bayern München bleiben. Aus dem einfachen Grund, ich würde gerne, wenn mit denen noch die Champions League holen und dann wechseln. Bei Premier League zu spielen wäre auch geil. Versteht mich nicht falsch. Aber ich will erstmal in der Bundesliga noch bleiben. Weißt du, ich wohne wahrscheinlich sowieso noch bei meinen Eltern. So, Vertrag verlängern. Im Namen vom FC Bayern München freuen wir uns, dir eine Vertragsverlängerung anbieten zu können. Dein Talent, dein Einsatz und dein Einfluss auf dem Rasen haben bei unserer Entscheidung die Hauptrolle gespielt. Wir sind davon überzeugt, dass unser Angebot deinen Wert widerspiegelt und deine herausragende Leistung anerkennt. Oh, wir haben aber... Guck, das ist doch geil. Wir haben auch nur eine Vertragsdauer von 1 Jahr. Ja, wird unterschrieben. Krass. 170.000 Euro pro Woche. Ich meine, sind wir damit nicht Topverdiener bei den Bayern? Und wir sind gerade mal eine 77. Was du jetzt brauchst, sind Transferempfehlungen. Okay. Ey, müsste ich jetzt nicht zukünftig bei diesen ganzen Sachen, die man sich kaufen kann, mir alles kaufen können, was ich will? Weil ich habe doch jetzt 170 pro Woche. Aber nur gut, Leute. Deutscher Meister. Deutscher Pokalsieger, die Champions League als Ziel und 170.000 pro Woche. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Falls ihr ebenfalls der Meinung seid, lasst gerne ein Like da. Tipps und Tricks wie immer in die Kommentare. Schaut natürlich gerne auf paluten.shop vorbei. Für Mini-Paluten, Weihnachts-Mini-Paluten 2.0, vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.